Hallihallo Freunde, erstmal ein fettes, fettes Dankeschön, dass das Hochdachvideo so heftig gut angekommen ist bei euch. Also ich habe mich mega darüber gefreut und ich bin echt auch sehr, sehr stolz auf mich, dass das alles so gut geklappt hat. Und heute möchte ich euch den nächsten Teil präsentieren. Alles, was von außen passiert. Ich will nicht zu viel spoilern, ihr seht es eh schon. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Video. So, jetzt habe ich ungefähr 2 Tage das Ganze austrocknen lassen, ohne die Solarplatte drauf. Jetzt wollen wir natürlich die Solarplatte noch befestigen. Und was gibt's Besseres, als bei dem Wetter hier seine Solaranlage wieder in Betrieb zu nehmen. Ich freue mich schon auf den Sommer, auf die geilen Tage mit euch und mit Oskar. Kleiner Test hier nochmal für euch. Also, das Ganze sollte wirklich ganz wunderbar halten. Kleine wichtige Information am Rande nochmal. Ich habe jetzt alle Steckverbindungen fertig und bevor ihr die Stecker zusammensteckt, deckt eure Solarplatte einmal ab. Das ist auch in jeder Anleitung so beschrieben. Auf jeden Fall eine wichtige Sache, einfach ein Handtuch drüber legen und dann könnt ihr die Steckverbindungen zusammenstecken. Ja, ihr könnt es selber sehen, 3,5 Ampere. Geile Nummer, ey. Sowas schockt doch einfach. Ja, funktioniert alles, wunderbar. Jetzt noch ein bisschen hübsch machen und so. Und dann haben wir das Thema auch erledigt. So, ich fange jetzt an, ja? Siehst du das, dass man dich voll sieht? Nein, ich sehe gar nichts. Also man sieht dich komplett, also ab hier. Okay. Jetzt haben wir alles komplett umgesetzt, was die Solaranlage angeht, aber was wir noch brauchen, ist ein bisschen Schatten, wenn wir wieder im Warmen unterwegs sind. Und zwar haben wir uns im November oder Dezember eine Markise gekauft. Die habt ihr alle noch gar nicht gesehen, außer die Leute, die mir bei Instagram vielleicht folgen. Also gerne mal bei Instagram vorbeischauen. Die hatte ich auf dem Dachgepäckträger bis jetzt. Den gibt es ja jetzt nicht mehr. Und jetzt habe ich mir neue Halter von Fiama gekauft für diese Markise. Das ist ein ganz spezieller Halter. Da könnt ihr unten mal in die Videobeschreibung reingucken. Das habe ich da mal reingepackt. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Check it out now! If we both breathe, there'll be no one else left to blame. We can go through with this, then go back to being the same. So love and hold us over it, we aren't together. Nothing lasts so well, waste time on emotion. It only takes some takes to make that. Jetzt geht das schon wieder los mit dem Loch ins Dach bohren. Ich weiß, nach diesem Riesenloch hier, was ich gemacht habe, kann das nicht mehr so schlimm sein, aber doch, es ist immer wieder eine Quelle, wo Wasser reinkommen kann und das stört mich, aber wir kriegen das schon hin. Mit
Mir ist aufgefallen, dass ich sehr wenig zu den Markisenhaltern gesagt habe. Ich habe ja nur gesagt, das sind ziemlich spezielle Halter. Warum sind das spezielle Halter? Als allererstes mal, das Karthago-Dach ist ein ziemlich besonderes Dach, sag ich mal, weil es die großen Fenster hat. Und das zweite ist der Punkt, dass ich wollte nicht an meine Karosserie gehen. Also es gibt auch Halter für diese. Das hat der ganz normale California dann auch. Aber diese Halter sind halt dementsprechend angeschrägt, sodass ich sie ans Dach montieren kann. Aber trotzdem... ohne Probleme das Fenster öffnen kann. Also es geht an der Markise vorbei. Das war eben das Besondere, das war auch eine Voraussetzung für mich, eben nicht an die Karosserie zu gehen, sondern an das Dach, weil das GFK ist, kann nicht so schnell rosten oder dementsprechend gar nicht. Und ich denke, das ist eine ganz gute Lösung. Es hält alles wunderbar, ich bin jetzt schon eine ganze Weile unterwegs. Aber den Rest seht ihr dann im Auto. Jetzt fehlt im Prinzip nur noch eine Sache auf bzw. am Dach. Und zwar wollen wir unsere Solardusche echt nicht missen. Und da das Rohr hier einfach überhaupt nicht ranpasst und wir einfach uns nicht auf diesen schwarzen einfachen Sack einlassen wollen, habe ich mir was Neues einfallen lassen. Ein bisschen Platz habe ich ja noch auf dem Dach. Und da möchte ich jetzt gerne einen kleinen Tank hinbauen. Den habe ich hier auch schon. Das ist eigentlich nur ein ganz einfacher Wassertank. Und da werde ich wieder meine Solardusche draus bauen mit einem kleinen Anschluss. Ganz normal wieder mit dem Gardena-Anschluss, den ich vorher auch dran hatte. Aber das werdet ihr alles im Folgenden sehen. Und dann sind wir äußerlich auch erstmal bereit für den Urlaub. Und das kann ich ja mal einfach zum Anlass nehmen, nochmal ganz kurz darüber zu sprechen. Warum benutzen wir nicht einfach so einen schwarzen Sack oder beziehungsweise so eine Solardusche? Die gibt es ja so fertig zu kaufen und wahrscheinlich auch um einiges günstiger als jetzt so ein Tank zum Beispiel. Aber ich möchte das alles so ein bisschen fest integriert haben. Ich möchte gerne, dass das einfach zum Auto dazugehört sozusagen und nicht so einen einfachen Sack. Und vor allen Dingen, das sind jetzt 44 Liter. Also vorher in der Solardusche hatte ich nur so um die 20, 22 Liter im Rohr. Und das ist schon eine ganze Menge Wasser, sag ich mal. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht voll machen da oben auf dem Dach. Aber man hat es einfach dabei und man hat es einfach immer dabei. So einen schwarzen Sack, der muss aufgefüllt werden, da muss das Wasser irgendwo herkommen. Und so ist es einfach immer griffbereit und man kann es direkt nutzen, wenn man zum Beispiel irgendwie im Salzwasser war oder einfach halt über den Tag geschwitzt hat und sich dann so einfach nicht ins Bett legen will. So, ich habe das Ganze nochmal ein bisschen anders befestigt. So habe ich jetzt halt Schutz, dass es weder nach vorne rutschen kann. Da würde das Dach ja sowieso kommen. Und hier hinten ist es jetzt an der Stange befestigt. So habe ich auch keinen Zug hier auf den Befestigungen von der Geschichte. Und ich glaube, das müsste jetzt eigentlich halten. Also das geht nicht mehr weg. Normalerweise liegt hier übrigens eine Dachbox drauf. Also der Karthago ist dafür gemacht, sozusagen, oder diese Ablagefläche ist halt dafür gemacht, dass man da eine Dachbox draufpacken kann. So, zu guter Letzt mal den Test mit der Solardusche. Wie funktioniert das Ganze? Also ich bin schon eine Woche jetzt mit dem Tank da oben unterwegs. Das hält echt wunderbar. Das hätte ich selber nicht so gedacht, aber es hält. Wir haben wieder vorne den Gardena-Anschluss. Ich habe mir den Schlauch ein bisschen verlängert hier, den ich vorher sowieso schon hatte, mit einer kleinen Sprühdose vorne dran. Den schließen wir hier oben jetzt an, machen das Gardena-Ventil auf und jetzt haben wir vernünftig Druck, also auch wesentlich mehr Druck als mit der Solardusche vorher, weil es natürlich um einiges weiter oben ist. Wir können das Ganze auch über unseren Kopf halten und können dann ganz entspannt duschen. Ja, ich freue mich auf den nächsten Urlaub, wir haben alles dabei und wir sehen uns gleich im Outro. Jetzt haben wir das Ganze auch geschafft, von außen ist das Hochdach auch fertig. Vielleicht passiert noch eine Kleinigkeit, so wie der Aufkleber hinten am Dach, der wird auf jeden Fall noch entfernt, das ist ja schon ein bisschen unangenehm. Da wird dann vielleicht ein Logo von mir erscheinen oder so, schauen wir mal. Und ansonsten bin ich einfach super, super happy, dass alles wieder so gut funktioniert hat. Es hat ein bisschen auf sich warten lassen, weil ich einfach doch Teile bestellt habe und genommen habe, so wie diese Fiamma-Halter, die einfach vernünftig sein sollten. Ich wollte es auf Anhieb vernünftig haben, nicht wieder so ein halbes Ding so. Ich habe oft genug so halbe Dinger gemacht und jetzt sollte es einfach vernünftig sein und das ist es auch. Also ich bin der Überzeugung, dass das wirklich alles super ist. Mit der Markise und dem Wassertank bin ich jetzt ungefähr
circa 600 Kilometer unterwegs, also noch nicht ganz so viel, aber schon ein bisschen was hinter mir. Hält auch alles wunderbar, es ist alles dicht, auch die Schraubenlöcher von der Markise sind dicht. Und natürlich das Solarpanel oben hält schon eine ganze Weile, das ist schon wesentlich länger drauf. Auch da wieder, wer mir bei Instagram folgt, der weiß Bescheid, dass es schon eine Weile drauf ist. Und funktionieren tut das Ganze echt super, super gut. Was für eine Solarplatte habe ich da oben eigentlich drauf? Das ist ein 100 Watt Solarpanel, was mir voll und ganz ausreicht. Also seit der neuen Kühlbox habe ich auch keine Verbraucher mehr, die mich da irgendwie stressen oder so in der Sache. Und ansonsten habe ich den Batteriecomputer, der mir halt alles anzeigt, was auch wirklich einige Vorteile bringt. Bei der Markise handelt es sich um eine Fiama F45 Plus. Das ist eine zum Auskurbeln. Ich zeige euch das hier jetzt ganz kurz nochmal. Jetzt, wo ich das gerade alles so ein bisschen vorstelle, kann ich euch sagen, es kommt bald, also nach unserem Urlaub, kommt dann auch eine kleine Roomtour nochmal eine neue und alles, was neu ist, beziehungsweise was jetzt in meinem Bus ist, zeige ich euch dann nochmal ein bisschen genauer. Die Nachfrage war ziemlich groß, was das angeht, und deswegen habe ich mir gedacht, okay, mache ich einfach gerne mal für euch und zeige euch einfach mal, wie mein Bus jetzt momentan aussieht. So, ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und falls ihr mehr sehen wollt und vor allen Dingen, wie das jetzt hier innen weitergeht, lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein!